Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve. Beim letzten Mal wurde ich vor einer ganzen Menge Bäume verprügelt und was weiß ich noch alles. Aber jetzt habe ich entdeckt, es gibt ja eine kleine neue Spalte. Und zwar für Mods. Zum Beispiel habe ich jetzt hier diesen tollen kleinen Slot extra für den Rucksack. Ist das nicht toll? Das heißt, wir können Rucksack und Rüstung gleichzeitig anlegen. Da dachte ich mir, weißt du was, das ist doch sowas von genial, da wir Don't Starve ja nicht einmal nur spielen, um dann einmal zu sterben. Und dann sage ich tschüss, ja, das war's mit dem Let's Play. Wir sehen uns nie wieder, bis dann. Und ich muss ein Lagerfeuer machen. Gut, dass ich das noch nicht verpeilt habe. Ich glaube allerdings, das würde auch reichen, eine Fackel. Ich bin da nur nicht ganz sicher, ob wir da nicht zwei brauchen, deswegen mache ich mir da lieber nochmal eine zweite. So, und an damit. Auf jeden Fall haben die jetzt, da habe ich auch noch einen kleinen Mod installiert. Die haben jetzt eine, es wird Dunkelzeit, die Nachtzeit und es wird wieder Hellzeit. Nimmt mir zwar, ich denke, das nimmt mir Zeit vom Tag weg. Nee, ich glaube nicht. Vorher waren es ja auch vier Felder und das ist jetzt einfach in 2x2 gesplittet. Finde ich viel besser. Weil ich meine, wenn es gerade dunkel war, wird es ja nicht sofort wieder hell. Also von ganz dunkel auf extrem hell. So schnell geht der Wechsel da leider doch nicht. Deswegen finde ich diesen Mod eigentlich ziemlich genial. Das hier können wir mal futtern. Dann kann ich mich das hier mitnehmen. Oh, ist das nicht toll. So, haben wir auch direkt noch eine Möhre gefunden. Ogo, oh, oh, oh. Ogo? Was ist ein Ogo? Oder wer ist Ogo? Wo kann ich denn jetzt hier noch Inventarplatz? Ich brauche gar keinen Inventarplatz sparen. Ich habe mir gerade Inventarplatz gemacht, ohne das zu wollen. So, uns wird wieder hell. Sehr schön. Das finde ich aber jetzt wirklich geil. Das ist ein genialer Mod. Das heißt, wir können uns jetzt wieder Mods reinklatschen. Wie bescheuert, wenn ihr irgendwelche Ideen für Mods habt. Ich kann ja, also ich hoffe mal, ich denke dran und hau das mal unten in die Videobeschreibung rein, wo man Mods finden kann. Durchstöbert doch gerne mal und schlagt mir ein paar Mods vor. Jetzt nach Möglichkeit keine Mods, die alles extrem einfach machen. Sprich, wir sind übermächtig oder God-Mode oder ja, halt allgemein Cheat-Programme oder so, sowas nicht. Aber halt in der Art, was weiß ich, ich habe auch einen Mod gesehen, wo man quasi nicht sterben kann. Man wird immer am Lagerfeuer wiederbelebt. Fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, aber irgendwie wollte ich das jetzt auch nicht fürs Let's Play reinmachen, weil ich würde schon gerne so ein bisschen hier was aufbauen, aber sonst ist die Gefahr gar nicht da in Don't Starve. Wenn du immer wieder am Lagerfeuer rauskommst, du verlierst nur die Sachen. Das wird sich dann so ein bisschen wie Minecraft hinausziehen. Und ich weiß nicht, ob das nicht eventuell in die falsche Richtung gehen würde. Da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, deswegen habe ich den nochmal rausgelassen. Ich wollte, also ich habe jetzt zwei Mods halt drin. Den, der dir nochmal eine morgendliche Dunkelheitsphase gibt, dass es erstmal ein bisschen langsamer dunkel wird. Ich wollte auch noch einen Mod installieren, der dich mit 5 Schlägen hier die Bäume wegmachen lässt. Hat aber nicht ganz funktioniert. Seitdem ich den installiert hatte, wollte das Spiel nicht mehr starten. Dann dachte ich mir, okay, das Spiel startet nicht mehr. Und so viel hat der Mod mir auch noch nicht gegeben, dass das ist rechtfertigt, dass das Spiel nicht mehr läuft. Denn ich meine, was rechtfertigt, dass das Spiel nicht mehr läuft? Was, wie willst du damit einen Mod rechtfertigen? Da habe ich leider wieder gelöscht. Genauso wie, wie hieß das? Schweinlichter, so hieß das. Wahrscheinlich auf die Pigments bezogen. Alter, die lassen hier ja wieder Seeds fallen wie bescheuert. Der hätte bewirkt, dass man aus 2 Holz und 2 Steinen, also aus denen hier, müsste es meines Wissens sein, vielleicht auch geschnittene Steine, das weiß ich jetzt nicht genau, dass man aus denen eine unendliche Lichtquelle machen kann, die zwar ein bisschen kleiner ist, aber wäre eine coole Idee, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, wohin mit dem Holz. Lass es einfach mal hier liegen. Irgendwann kommen wir da schon wieder dran vorbei, dass wir das mitnehmen. Ich werde jetzt auf jeden Fall, ja, erstmal den 40er-Stack voll machen. Ist schon fast voll. Super mitgedacht, Kollege. Also da sind echt, glaube ich, die Möglichkeiten mittlerweile unbegrenzt. Finde ich super, dass es jetzt auch hierfür Mod-Unterstützung gibt. Echt cool. Also ich mag auch den Mod, dass du hier wirklich... die Nacht wird übrigens länger. Jetzt haben wir schon 3 in der Anfangsdunkelheitsphase. Also in der Dämmerung. Warte, war die Dämmerung nicht der Aufgang? Nein, keine Ahnung. Ist auch egal. Wir sollten aber Hasen fangen demnächst. Das ist auf jeden Fall wichtig. Eventuell... Ah, nee, das geht ja noch nicht. Dafür müssen wir ja noch Fallen herstellen. Was wir eigentlich machen könnten. Dafür brauche ich aber eine Kiste. Und dafür habe ich auch alles eigentlich da. Solange ich jetzt nur irgendwas gerade mal weglege. Zum Beispiel diese dämliche Fackel. So, wollen wir denn die Kiste? Denn hier sollte ja unser Ursprungslager mal hinkommen. Hier hatte ich auch schon mal eine Kiste. Ich habe ja davon erzählt, dass einmal da unsere Folgen, sagen wir mal, kaputt gegangen sind. Also, nie kaputt gegangen. Ah, nee.
dass der Speicherstand mal wieder am Arsch war. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich könnte euch jetzt damit nerven, indem ich die Folgen hochlade und danach die hier. Also, ich habe bis Tag 9 hatte ich schon Let's Played. Und dann jetzt nochmal bis... und dann sind wir bis zu 4 zurückgestuft worden. Dann dachte ich mir, ja gut, komm, weißt du was? Das wird's jetzt absolut nicht bringen. Deswegen, ja, machst du jetzt einfach nochmal neu. Weil ansonsten würdest du ja sowieso nochmal neu anfangen. Das hat absolut keinen Sinn. Also dann würdest du das zweimal zeigen. Das wäre dann nicht so ganz vorteilhaft. Ich hoffe, man kann bei meinem wirren Gerede überhaupt was mitkriegen. Von dem, was ich hier probiere zu sagen. Oh, das bringt auch 3 Leben. Das ist ja wundervoll. Und es bringt eine ganze Menge auf den Essensschub drauf. Okay, was wollte ich jetzt hier machen? Auf jeden Fall eine Truhe, in der wir schon mal alles reinsortieren können. Öffnen bitte. Okay. Zum Beispiel das hier. Das passt ja noch locker rein. Dann haben wir hier das Vergammelte einfach mal unten rechts rein. Die Seeds. Sollten wir möglichst schnell eigentlich irgendwas machen. Wie wäre es, wenn wir Holz sammeln gehen? Dann können wir schon mal die ersten Vorbereitungen treffen. Bitte, keinen bescheuerten Baum mehr. Ich würde die Krätze kriegen, wenn jetzt noch so ein Baum hinterherlaufen würde. Ich meine, immerhin haben wir jetzt die Rüstung direkt im Anschlag. Aber trotzdem, das sind mir einfach zu viele Bäume, die hier aufstehen und mich verprügeln wollen. Aber direkt wieder ein neues Seed sammeln. So, her mit der Schaufel. Oh, ich habe meinen Timer gar nicht angemacht. Ja gut, dann geht das jetzt eben ein wenig länger. Meine 30 Minuten kriege ich trotzdem locker voll. Aber ich mache ja eh mal drüber bei Don't Starve. Don't Starve mache ich immer ein bisschen länger. Genauso wie Minecraft. Ist ja, läuft ja so ein bisschen auf selbe hinaus. Ich will mich da jetzt nicht zu weit rauslehnen. Aber ist ja beides so ein bisschen überleben und sich hier etwas schaffen. Und deswegen, ja, das kannst du ja nicht in 15 Minuten fassen. So wie zum Beispiel Dead Island, wo ich immer nur dasselbe mache und irgendwelche Zombies gegen die Wand trete. In Dead Island könnte ich auch irgendwie langsam mal vorankommen, ne? Das wäre mal eine Idee. Ich spiele das schon seit 2 Monaten und manche hatten das innerhalb von 3 Tagen durch. Ich bin einfach der King in allem, deswegen brauche ich da so lange für. Oh, oh, eine Baumreihe. Okay, sehr gut. Ich muss vielleicht einfach mal darauf achten, ob bei dem Baum angreifen steht oder fällen. Das könnte mir eventuell da die Hilfestellung geben, dass ich weiß, ob mich das jetzt angreifen würde oder nicht. Ich werde mir gleich auch schon mal eine Vogelfalle machen. Mit denen können wir dann ja mit den etwas angammelten Seeds schon mal wenigstens was machen. Denn anscheinend sollen wir hier keine Scheiße kriegen. Seit dem letzten Mal in meinem Privatspielstand, also in meinem Offscreen-Spielstand. Hey, hey, ein Vogel lässt das fallen, du holst dir das direkt. Kleines Mistvieh hier. Scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir können ja schon mal... Da wir bis auf in meinem Privatspielstand, den ich noch nicht gezeigt habe... Da gibt's echt massenhaft Scheiße. Da sind so 5 gigantische Haufen von diesen Büffeln, die da rumrennen. Die kacken da echt die ganze Wüste voll. Aber hier haben wir noch nicht einen einzelnen von diesen Viechern gefunden. Ist natürlich super, ne? Ich meine, warum sollten wir das auch brauchen? Das ist absolut unnütze. Könnten wir absolut nicht verwenden. Nö, echt. Ich rede jetzt hier auch absolut nicht ironisch oder so. Nur kein bisschen. Es wäre schon mal schön, wenn wir irgendwie Büffel finden. Und was wir bis jetzt so an Erfahrungen gesammelt haben, war ja, dass wenn wir den Fußspuren folgen, dass da nicht so viel bei rumkam, wie es eigentlich sein sollte. So, tut mir leid, dass ich jetzt hier so einen kleinen Baum fälle. Aber es muss leider sein. So, und kriegst auch noch 2 Schläge, weil ich nicht so gern hab. Eigentlich, weil dann die Axt nur weg ist und du beim nächsten Mal eventuell schneller gefällt wirst. So, wo ist jetzt? Da ist das Lagerfeuer direkt. Brauchst du gar nicht lange suchen. Jetzt mal hier raus. Okay, 2 Stück brauchen wir, denn wir haben da oben 2 von diesen Feldern. Und dann fangen wir mal an, ein paar Kisten zu bauen, ne? So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Holzverschwendung hoch 10. Dann machen wir uns einfach mal die Essenskisten hier hinten hin. So. Da packen wir nämlich die ganzen Vögel rein, denn die haben ja kein Ablaufdatum drauf gedruckt. Nö. Nö. Und ja. Moment mal, können wir hier eventuell schon... Ah, dafür brauche ich die Science Machine, oder? Ja, ist ja kein Problem. Haben wir ja, glaube ich, alles für da, oder? Haben wir dafür alles da? Ja, ja. Nö, haben wir nicht. Wo habe ich das Gold gelassen? Ah, oh, sehr gut. In der Kiste. Ausnahmsweise, das ist ja wundervoll. Die packe ich einfach mal hier hin, damit es schön aussieht. Da muss nur der Busch eigentlich noch weg, ne? Der Busch muss weg. Was wollt ihr jetzt machen? Heilsalbe. Salbe. Nicht Salbe. Wo ist denn die drunter? Hier. Warum kann ich...
Warte, was? Achso, das ist jetzt ein nach unten gerückt. Ja, sehr intelligent ist das. Wie viel heilt das denn? Wir haben 59 Leben. Oh, 20 Leben. Ich würde mal sagen, wir hauen uns davon einfach mal so 3 Stück rein. Den Rest können wir probieren selber zu heilen. So. Jo, das bringt's auf jeden Fall. So, das reicht erstmal, weil wir haben jetzt auch noch eine Rüstung an und werden wir eine Menge überleben. Und ich will die ganzen Teile nicht verschwenden. Die brauchen wir auch für den Winter. So, nächstes Ziel. Ich könnte mir ja auch so eine schöne Liste machen, ne? Wie wir das jetzt alles hier angehen werden. Dafür brauche ich die Spinnenseide aus der Kiste. Fangen wir mal mit 2 verschiedenen. Obwohl, machen wir einfach mit 3 Fallen. Kann ja nicht schaden. Brauchen wir auch nicht für den Winter unbedingt schon so viel. Dann können wir einfach jetzt schon mal anfangen zu sammeln. So, dann stellen wir die 3 Fallen einfach mal hier hinten auf. Nummer 1. Wir sind auch teilweise, das habt ihr ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder nicht. Alle mal für die, die es jetzt nicht gesehen haben, die sind da teilweise ohne Lockvogel quasi hier, die kleinen Seeds hier, sind die da ohne reingeflogen. Ich weiß zwar nicht, wo der Sinn davon liegt, dass die da einfach mal so aus Lust und Laune reinfliegen. Das heißt, ich mach noch eine. Schaden kann's nicht. Ja, wir können die später auch noch bauen, aber wäre doch viel besser, wenn wir einfach jetzt schon mal sammeln. Oh, da fängt schon an. Sehr gut. Haben sie immer noch keine... Ja, sehr gut. Solange man denen nicht den Hals umdreht, haben sie hier kein Ablaufdatum. Kein Ablaufdatum. Okay. Alter, das geht ja. Ich wollte jetzt eigentlich los und ein paar Hasen fangen, aber wenn ihr mir das hier so einfach macht, ne? Macht ihr nur weiter. Dann brauchen wir gar keine Scheiße von diesen dämlichen Büffeln. Alter, was zur Hölle? Erfolg! Erfolg! So, mehr da rein. Wunderbar. Das macht die wirklich sehr gut. Und rein hier. Ihr hüpft da nicht drauf zu. Wenn, dann landet ihr direkt da drin. Denn ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ihr da nur drauf zuspringt. Dann macht ihr die nämlich gerne mal kaputt. Ist da schon wieder einer rein? Nee, das, der hat einfach nur so ein bisschen rumgezwitschert. Kannst du doch nicht einfach hier rumzwitschern, bist bescheuert in der Birne. Boah, ich finde den Mod voll geil, dass wir jetzt nochmal einen extra Rucksack-Slot dabei haben. Richtig herrlich. Mega Hammer finde ich das. So, und jetzt fangen wir schon mit den Hasen an. Die gefrorenen Hasen am Stiel. Komm, renn zurück. Los, renn zurück, kleiner Mann. Yes! Sehr gut. War schon mal Nummer 1. Dann sind noch ein paar Bärchen. Können wir uns jetzt schon... Die Gummibärchen, okay. Das ist eine dämliche Serie von Gummibärne, wie ich es gehasst habe. Für die Leute, die das jetzt mochten, es tut mir leid, aber ich muss ja hier ehrlich sein zu euch. Muss ich eigentlich nicht, aber ich bin gerne ehrlich zu euch. Ich mochte das echt nie. Ich war dann immer damals bei meinem Opa und habe dann immer so ein bisschen ferngesehen. Ehrlich gesagt habe ich immer ein bisschen gezockt, weil ich zu Hause nicht wirklich zocken durfte. Und mein Opa hat, eigentlich war es meine Oma, hat irgendwann mal entschieden, weißt du was, komm, kauf mal dem Jungen doch mal eine PlayStation 1. Boah, bin ich da ausgerastet, das war mega geil. Und dann ging das irgendwie immer weiter, dann habe ich da dann immer gezockt. Auf jeden Fall die Zeiten, wo ich dann da ferngesehen habe, dachte ich mir, weißt du was, legst dich mal so ein bisschen entspannt aufs Sofa. Und guckst dir mal dein Wochenende irgendwie ein bisschen morgendlich, also guckst du mal den Morgen mit der Glotze weg. Oder boxst du den weg. So, jetzt hast du dich endlich mal klar ausgedrückt. Ja, und dann lief wirklich immer zu. Was? Achso, du hast. Oh, du bist ein wenig klein geworden. Du siehst fast aus wie Wilson. Der sieht aus wie Wilson. Scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Wirklich immer zu 95%. Ich schalte die Glotze an und direkt dieses bescheuerte Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind immer da, wenn du die brauchst. Habe ich die Krätze bekommen. Also, echt, dass das jedes Mal kam. Ich fand die Sendung nämlich voll uninteressant. Immer wenn ich Fernsehen wollte, kam das. Immer. Immer. Hey, das machst du gut. Flieg da weiter rein. Ess jetzt erstmal was. Hoffentlich bist du. Ah, Wolfgang, geht es schon wieder besser. Also ich finde das ja gut, dass wenn du zu wenig isst, dass er ein wenig schmächtig wird, dann bemerkst du wenigstens schon mal vorher was, bevor du verhungerst. Aber ich finde den starken Modus nicht so gut, wenn er dir extra was von dem Hungergezeugs dazu. Ist da schon was drin? Ich glaube nicht. Nee, war auch nicht. Toll, du hast die da drunter. Du sollst die nicht da drunter legen, du Volldepp. Rein da.
Also bringt's auch, wenn du die da drunter... Ja, mach du, wie du willst, ne? Ja, anscheinend bringt es das. Ja, wo... Scheiße, da ist die Falle. Die sind ja jetzt schon wieder fast kaputt. Mein Gott, ihr seid ja schneller, als ich das erwartet hätte oder mir das erhofft hätte. Ich lasse die übrigens hier nebeneinander, damit die leicht vergammelten da nicht mit den anderen kollidieren. Ich weiß nicht, warum kollidieren, aber egal. Ja, macht ihr nur so weiter. Achso, da in der Kiste. Rein da. Wir sichern uns gerade hier ein paar Nahrungsmittel für den Winter. Das ist dann ja... Sollte ja eigentlich nur unser Zweitlager werden, aber das kann es ja immer noch werden. Wir können ja noch ein Hauptlager machen, aber es kann ja nicht schaden, hier einfach massig Lebensmittel drin zu haben, ne? Kann das schaden? Nö, kann es nicht. Und ich überlege wirklich, ob ich hier die Äste... Ja, er sagt, ich überlege es und reiße währenddessen raus. Denn ich würde die gerne ein bisschen weiter an der Seite hin tun. Denn ich will absolut nicht riskieren, dass die Kisten hier mal anfangen zu brutzeln. Oh, aber du willst riskieren, dass du gegessen wirst, ne? Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit zu leben in meiner Kiste. Der Baum wird mir zu groß. Der sieht mir schon wieder ein bisschen nach... Ich renne dir hinterher und box dir in die Fresse, Baum, aus. Und die Bäume mag ich nicht. Nee, irgendwie nicht. Ich tue hier einfach ein paar neue hin. Denn wenn die ein bisschen weiter vom Lager weg sind, schlägt da auch, glaube ich, mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit der Blitz ein. Da kommt, die Idee kommt daher, weil ich kenne das von Minecraft. Die Blitze schlagen hauptsächlich da ein, was du, also was geladen ist. Da schlägt es ein. Wenn du weit weg bist, ist es nicht geladen. Und eventuell hast du dann das Glück, dass es dort nicht einschlägt. Hm, ja. So, rein damit. Wir haben schon fast wieder eine Kiste voll. Hier, someone, du hast mir doch eine Frage gestellt. Irgendjemand hat mir doch eine Frage gestellt. Ha, ha, ha. Meine Witze sind so mies, wie meine Socken gerade riechen. Eigentlich riechen die nach gar nichts. Geht wieder in die falsche Richtung. Oh, 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 oh. Nimm die Fackel, mach sie an. Oh, ich habe gerade voll nicht aufgepasst. Absolut nicht. So, damit ich auch was sehen kann. Du gehst einfach mal wieder hier rein. Wa? Da nähert sich aber hier der falsche Gast meinem Lager, hä? Jetzt, achso, ich wollte gerade sagen, wird's dunkler. Ja, weil das Lager vorher nicht mal so weit brennt. Jetzt nochmal zurück. Irgendjemand hat mir ja die Frage gestellt, wo die ganzen Hasen herkamen. Ich habe leider, hab's hingekriegt, eine Folge komplett zu überspringen. Habe ich leider irgendwie vergessen und das hat, wurde mir dann zu spät gesagt, dass das so passiert ist. Da hatte ich die Folge nämlich schon gar nicht mehr und dann kann ich schlecht da was machen. Ich kann ja auch nicht wirklich nachstellen, weil ich ja nicht genau weiß, was da passiert ist. Ja, so haben wir das ganze Zeugs gekriegt. Wir haben die einfach gesammelt, wie bescheuert. Ist eigentlich egal, ob da... Können so einfach noch einen... Wir machen die erstmal voll. Ist halt egal, ob da Hasen und Vögel gleichzeitig drin sind. Die werden sie schon nicht auffressen. Vor allen Dingen, weil sie beide kein Fleisch fressen. Kann ich einen Hasen da reinlegen? Vielleicht kommen dann alle seine Hasenfreunde. Oh nein! Sie haben, einen Peniskopf 24 gefangen. So heißt der nämlich. Peniskopf 24. So heißen alle Vögel. Zumindest Vögel im Internet. Die an der Klatsche haben. Wieder rein. Alter, könnte ich mich jetzt langsam mal den Hasen widmen? Ich meine, ist ja schön, was ihr hier für einen Enthusiasmus zeigt. Oh, jetzt wollte ich wirklich den Hasen da reinlegen. Ja, leg mal den Hasen rein, dann kommen die. Oh nein, sie haben meinen Bruder gefangen, ihr Schweine. Hinder. Das war jetzt ein wenig... Das klang ja schon fast danach. Oh nein, sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine. Nein, das klang absolut nicht danach. Wie komme ich auf so eine Scheiße? Wie komme ich ja drauf, dass das danach klingt? Bin ich jetzt komplett dämlich in der Birne? Anscheinend. Ich kann ja auch noch ein paar Zweige reintun, dann können wir nämlich wieder neue sammeln. Und davon auch. Ist ja alles hier direkt um die Ecke. Nicht rausreißen, bitte. Vor allem nicht mit deinem Speer. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre für den Speer. Boah, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe. Ich habe es gesagt. Aber ich liebe diesen Mod mit dem Rucksack. Das ist immer so dämlich gewesen, dass du kurz vor dem Kampf dann immer auf deine Rüstung wechseln musst. Weil ich meine, was hat die Rüstung mit dem Rucksack zu tun? Die Rüstung ist doch nicht, dass du da so einen fetten, viereckigen Metallkasten mit dir rumschleppst, dass du so fett bist wie ein Fernseher. So wie hier, wie heißt er, Tiny Tiger von Crash Bandicoot. In den alten Crash Racing Spielen da, wenn er sich umgedreht hat. Wenn er irgendwie nur Dritter geworden ist auf dem Podest, hat er sich umgedreht. Da hatte der so einen Rücken wie ein Fernseher, einfach nur so ein fettes Viereck. Und du hast nicht so eine Rüstung an, dass du es nicht schaffst, den Rucksack darüber zu stülpen. Der macht maximal deinen Körperumfang um 3 cm größer, weil du hast ja Holzscheitel. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sieht nicht
Es macht sich doppelt so groß. Das heißt, die Leinen vom Rucksack passen ja immer noch. Ja, die versteht meine Gedankensweise, ne? Ich hab dann auch nie wirklich verstanden, habe ich mir auch nicht den Kopf drüber zerbrochen. Ich meine, es ging einfach nicht. Und Ende im Gelände, ne? Es ging einfach nicht. Das reicht mir schon. Und ja, deswegen finde ich es jetzt deutlich realistischer, dass das jetzt so geht. Finde ich mich besser. Wo sagt es mir, dass da Tiere sind? In die Richtung. Kann man ja einfach mal hingehen, ne? Schadet ja nicht. Währenddessen können wir das ganze Zeugs mitnehmen. Sind zwar wieder von unserem Ziel, ein paar Hasen zu holen, ein bisschen abgewichen. Aber wir brauchen auch was zu essen. Das heißt, wir gehen jetzt gerade hier auf den Schnellgang, um was zu futtern zu holen. Und uns hat lange nichts mehr angegriffen. Das ist unglaublich. Wie heißt, wenn wir nie wieder nach da unten gehen? Außer noch einmal, um unser Zeugs zu holen. Und ab und zu, um uns da ein paar Beeren zu mobben. Apropos. Wenn wir was zu essen brauchen, ich müsste einfach jetzt nur einmal runtergehen, dann hätten wir Beeren bis zum Anschlag. Soll ich das mal machen? Jetzt schreien wahrscheinlich alle, ja! Das brülle ich doch die ganze Zeit gegen den Bildschirm! Geh da jetzt endlich hin! Oh, oh, ja, ja, okay. Okay, ich gehe da mal besser dahin, ne? Ja, Mann! Geh da hin! Oh, oh, okay, okay. Brauchst nicht sauer zu werden. Ich gehe da jetzt hin. Nachdem ich weiter nach da gelaufen bin und ich es dann nicht mal rechtzeitig schaffe. Ist doch klar, oder? Wird man eigentlich langsamer, wenn man kurz vorm Verhungern ist? Dann würde ich sagen, machen wir noch einen kurzen Abstecher, aber ich weiß nicht, ob wir das zeitlich jetzt noch so gut schaffen. Da haben wir auch noch. Warum packt er die denn da rein? Packt er die nicht in den Rucksack? Doch, packt er. Warum hat er die gerade. Na! Na, frag mich nicht. So. Einfach nochmal essen. Om, nom, nom. Und 12 brauchen wir für die nächste. Für den nächsten Hut hier. Das ist, ja, komm, das ist Verschwendung, was ich da mache. Inventarverschwendung, weil die verbomben wir ja gerade sowieso. Okay, der Tag reicht definitiv nicht mehr, wenn ich hier noch weiter im Kreis renne. Deswegen werde ich hier noch ein paar Hasen fangen. Und ein wenig. Ja, toll. Habe ich jetzt. Da willst du hin. Okay. Ein wenig Hasen zu fangen oder ein wenig Holz zu holen. Der rennt einfach durch die Falle durch. Die Hasen sind ja leider zu schnell. Das heißt, man hatte hier keine wirkliche Chance, sie zu fangen ohne diese Falle. Also das geht gar nicht. Da hat man wirklich gar keine Chance. Nein! Nicht irgendwas öffnen! Das zerschneidet wieder die ganze Datei. Dann ist wieder alles asynchron. Nein! Hör auf! Was zur Hölle? Warum ist Don't Starve so inaktiv, wenn ich irgendwas starte? Du siehst wieder aus wie Wilson. Du siehst aus wie Wilson. Und schön, dass ich jetzt den Nexus Mod Manager gestartet habe. Also ich habe jetzt auf jeden Fall vor, während ich Don't Starve zocke, Fallout zu zocken. Das geht nämlich auch immer so gut synchron. Vor allen Dingen, ich meine, Fallout ist ja wirklich das stabilste Spiel von allen. Ich habe noch nie was Stabileres. Achso, du willst dahin. Ja, dann stehe ich jetzt die ganze Zeit in die falsche Richtung. Dann verpiss dich mal hier. So, und jetzt darfst du zu deinem Zuhause. Oder in dein neues Zuhause, unter der Falle. So, du auch noch? Komm, ich verstecke mal ein bisschen. Oh, oh. Oh, nicht nur versteckt. Du rennst in die falsche Richtung. Hey, renn jetzt in dein Loch. Ach, jetzt ist das dein Loch, oder was? Dann renn eben hier rein. Ich darf jetzt eigentlich nicht zu meinem Lager zurück, denn ansonsten steckt er wieder irgendwas ein. Ja, jetzt ist das dein Loch, oder was? Ja, oh, du bist ein Sack. Ein kleiner Sack bist du. Gut, interessiert mich auch ein Scheißdreck. Eigentlich nicht. Jetzt müssen wir gleich mal was essen. Das sieht ja gar nicht gut aus. Klingt das dann schneller oder langsamer? Oh, oh, deutlich langsamer. Finde ich gut, dann überlebst du quasi noch mal ein bisschen länger. Wäre dann eigentlich, wenn du sehr wenig Nahrungsmittel hast, musst du dich ein wenig unterhungert lassen. Dann würdest du nämlich länger überleben. Ich würde jetzt noch länger überleben, wenn ich jetzt mal was zu essen mache. Boah, wehe, der Blitz schlägt jetzt ein. Ich würde die Krise kriegen. Hier ist der Blitz nämlich schon mal eingeschlagen. Ja, da geht's schon los. Wie wär's, wenn ich mich vom Lager fernhalte, bis der Scheiß hier vorbei ist? Das wär ein guter Plan, ja. Ich will mein Lager nicht in Flammen sehen. Ich will mich aber auch nicht in Flammen sehen. Ich hoffe mal, ich würde jetzt sagen, nichts in die Hand. Ja, ich pack den einfach mal gerade hier vorne hin. Damit ich jetzt nichts in der Hand habe. Mein Lagerfeuer mache ich jetzt einmal ausnahmsweise hier unten. Danke, Regen, dass ich wegen dir Zeugs verschwenden darf. Sehr nett von dir. Ich probiere noch, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Hat nicht funktioniert. So, noch ein bisschen Holz rein. Dann hätte ich mir noch neues Holz holen können. Aber so kann ich hier noch ein bisschen davon was holen. Denn ich will wirklich nie wieder in meinem Leben ohne. Ich glaube, man kann Blitzableiter bauen. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das jetzt nur einbilde, ob ich einfach nur mal gesagt habe, das wäre eine gute Idee, wenn man einen bauen könnte. Oder ob man das tatsächlich kann. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Was zur Hölle?
denn das gerade? Was eigentlich mit den Händen, die da immer nachts überkommen und dich so ein bisschen nerven? Aber auch nur so ein bisschen, ne? Nur so ein ganz bisschen. Karotten können wir auch noch reinstopfen. Und ich glaube, es wäre eine ganz gute Idee, wenn wir jetzt wirklich am nächsten Morgen einfach mal die Zeit nutzen, um nach unten zu rennen. Aber vorher werde ich noch ein paar Sachen weglegen. Denn ich will da nicht mit dem vollen Inventar wieder unten stehen und dann sagen müssen, ich kann das ganze Zeug wieder nicht mitnehmen, weil ich behindert bin. Okay, eigentlich das nicht. Nee, das absolut nicht. Nö. Würdest du jetzt bitte wieder weitermachen? Das wäre sehr nice von dir. Super, mega, duper, duper nice. Okay, wird noch ein bisschen dauern. Oh, hier habe ich ein einzelnes. Das ist ja toll. Habe ich ein einzelnes zu viel gesammelt. Brauche ich jetzt nicht da reinschmeißen. Wäre wieder Verschwendung. Das heißt, wir haben jetzt einen ganzen 40er-Stack einfach mal so rausgehauen. Boah, ich finde das... Das sei jetzt zum dritten Mal oder so. Ich finde das richtig geil mit dieser Idee für den Mod. Wer auch immer den Mod gemacht hat, einen Glückwunsch von mir. Ich finde diesen Mod genial. Das ist echt eine richtig geile Idee, die auch sehr naheliegend ist. Ich meine, es gibt einen Sonnenuntergang, es gibt aber auch einen Sonnenaufgang. Die Sonne ist nicht irgendwie dunkel. Puh, oh Gott, meine Augen! Genauso läuft das jedes Mal, wenn die Sonne aufgeht. Also, wenn ihr wissen wollt, wie so mein Morgen aussieht, genau so. Also, man hört mich erstmal schreien, dass meine Augen brennen und was weiß ich noch alles. Hey, es passt. Genau in die Kiste! Du mieser Drecksack, an die passt du gar nicht, habe ich noch einen. Ja, dann mache ich doch einfach mal wieder eine neue Kiste, ne? Ich hole mir mal währenddessen ein wenig Holz und hoffe, dass ich nicht von dem nächsten Baum erschlagen werde. Fallen sind wirklich schon fast kaputt. Wir können einfach neue Farben gehen. Und ich habe jetzt auch mal so ganz spontan entschieden, wir werden die Spinnennester da unten nicht kaputt machen, denn wir wollen da ja sowieso nicht so gerne hin. Und wenn die Pigments, wenn die dann überhaupt wiederkommen, denn die sind ja jetzt momentan alle tot, wenn die da respawnen, dann prügeln die sich ja sowieso mit denen. Das heißt, wir kommen dann dahin und sehen dann, oh, Spinneneier und Seide, das ist ja wunderbar, wunderbar. Ich wollte wundervoll und wunderbar sagen. Keine gute Mischung. Nein, 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 du legst da nicht alle auf einmal hin. Das wäre jetzt so eine Ironie gewesen, wenn der Vogel kommt und alle 25 Teile auf einmal mitnimmt. Dann weiß ich, wessen Vogel hier gleich der Hals umgedreht wird. Wow, das ist hier... der zweite Typ, der andauernd seinen Namen ändert, habe ich den ersten Typ habe ich auch einen Namen gegeben. Der hieß Spacken, der andauernd seinen Namen ändern muss. Ich meine, im Normalfall vergebe ich solche Namen nicht. Jeder soll das machen, was ihm am besten gefällt. Aber wenn du wirklich jeden Tag 5 neue Namen hast und ich 5-mal am Tag denke, wer zur Hölle ist das? Und dann seine Pseudonyme aufrufen muss, um zu sehen, das ist der Spacken wieder. Und ich muss dir wirklich einen Namen geben. Spacken, der andauernd seinen Namen ändert. Ja, dann muss ich das irgendwann mal erwähnen, ne? Echt, bis zu 5-mal am Tag hat der seinen Namen geändert. Das macht er hier zwar auch. Aber, naja. Ne? Naja. Reicht mir ja, wenn ich mich über einen aufrege. Aber der macht's auch nicht 5-mal am Tag. Der macht's 1-mal am Tag. Das wäre mir auch schon zu viel. Ich meine, ich hab auch 1000 Namen, ne? Headshot 104. Aber heutzutage mehr der Graf. Ja, der Graf. Meistens ist der Graf schon belegt, weil der Graf ist ja sehr naheliegend als Name, so wie man dazu hört. Deswegen heißt es der Graf 94. Immer. Auch in Planetside. Ah ne, in Planetside heißt es Danny Basic. Ich habe ja jetzt ich habe jetzt 2 PCs hier stehen. Einen zum Rendern, einen zum Zocken und zum Aufnehmen. Und der, mit dem ich render, der reicht halt auch absolut noch aus mit für Planetside zum Beispiel. Dann zocke ich dann einfach. Werde ich demnächst mal ausprobieren. Ich habe gerade schon mal getestet, ob man auch ins selbe Spiel kam. Ich hatte früher auf der PS3 immer so einen Fehler. Wenn eine PS3 ins Spiel reinkommt, kam die andere nicht rein. Oder wenn man es dann in COD war, das meistens immer dann doch irgendwie geschafft hat, in die Lobby des anderen zu kommen, ist die ganze Lobby gecrashed. Jeder ist rausgeflogen, bis auf du und deinen Kollegen. Das war immer total dämlich. Das heißt, du konntest nie in dasselbe Spiel wie dein Kollege, der hier extra mit seiner PS3 angerauscht ist. Konntest du nie reingehen. War immer ein bisschen ärgerlich und dämlich. Ärgerlich? Nee, das ist schon nicht ärgerlich. Was bedeutet denn ärgerlich? So, oh, du fühlst dich nicht so gut. Dann heul doch. So, wir machen jetzt erstmal eine neue Kiste, du Memme. Könnt ihr mich jetzt mal weniger beschäftigen hier, ihr dämlichen Vögel? Der Tag reicht schon wieder. Alter, ich sagte weniger beschäftigen.
Ihr rastet ja wirklich aus. Ihr habt es ja echt nötig, gegessen zu werden. Oh, Alter, hab ich's nötig. Oh Gott. Tja, das war die erste Falle. Alter, wie wir hier an Vögeln sammeln. Das wird ja brutal. Ich mache einfach mal wieder eine neue Falle, ne? Weil wir es können. Einfach nur, weil wir es können. So. Und dann einmal. Ich wollte schon wieder den Vogel da reinlegen. So, und einmal rein damit. Neue Vögel wieder in die Kiste. Alter, die Kiste ist auch. Kollegen! Einer noch in die Kiste ist schon wieder voll. Die nagelneue Falle. Das kann ich doch nicht machen. So, Kiste auf. Ey, du blöder Sack, hast die kaputt gemacht und mir den Seed geklaut. Ich meine, das ist erst einmal passiert bei 3 Kisten von Vögeln. Das ist schon mal hier rekordverdächtig. So, das kann da jetzt rein. Die Pflanze einfach mal hier hinten. Ich kann den Tag schon wieder nicht verschwenden, um darunter zu rennen, ne? Aber ich müsste es eigentlich jetzt machen, weil ansonsten habe ich nicht genug zu essen. Oder wir brutzeln hier einfach mal ein paar Tipis. Ich renne jetzt einfach mal runter. Aber vorher, Moment, lege ich noch schnell ein paar Sachen rein. Denn wir haben total viele Sachen doppelt und dreifach. Zum Beispiel die hier. Kann ich einfach da rein tun, haben wir. Jo, kann ich die dann noch mit rein tun? Supi. Oder? Wie wär's, wenn ich... Einer ist zu wenig. Ja, da ist auch schon wieder der Nächste. Dann halte ich mich noch mal ein bisschen auf. So, und random mit. Vielleicht sollte ich mir wirklich was zu essen mitnehmen. Nee. Ich habe eine Fackel und so. Die wird mich beschützen, auch vor dem Hungertod. Ich weiß ja nicht, wie sie das machen sollte. Vor allem, wenn ich sie jetzt schon hier... Warum wollte ich missbrauchen sagen? Das ist nicht das Wort, was ich suche, sondern gebrauche. Warum lädt denn das immer plötzlich? Dann ruckelt das so extrem. Also ich glaube nicht, dass mein PC damit in irgendeiner Weise überlastet wäre mit Don't Starve. Kein bisschen. Eigentlich. Oh Gott, ich hoffe, wir schaffen das mal. Werden wir wahrscheinlich nicht. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal an der Stelle eine Fackel. Ich weiß nicht, warum ich das so behindert gesagt habe. Okay, ich halt die Schnauze. Das ist ja nur ein Let's Play, da redet man nicht, ne? Sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei einer halben Stunde? Das hängt davon ab, ob ich am Anfang aufgenommen habe, ob ich am Anfang 5 Minuten aufgenommen habe oder ob ich das nicht getan habe. Ernsthaft, hör auf damit. Sehr eklig. Wo führte das hin? Ich glaube da oben rechts hin, ne? Ich laufe einfach straight durch. Hey, ein paar Beeren. Und jetzt sollte ich hier die Fackel rausholen. Achso, das ist ein Bienennest. Ich dachte gerade schon. War ein wenig mit dem Geräusch überfordert. Ich meine, was ist das auch, ne? Sonst sind das immer Bienen. Keine Ahnung, was das jetzt sein könnte. Echt. Absolut kein Schimmer. Kann ich mir nichts drauf einbilden. Auch eine nette kleine Biene. Wenn ich abstechen würde, wenn sie nur die Chance hätte. Und alles will mich hier abstechen. Hey, die Leben sind aber echt ziemlich gut nach oben gegangen. Wir haben auch uns 3 von diesen Halbpasten in die Fresse geschmiert. Oder eher geklatscht. Oh, es hat gut getan. Mein Gesicht tut jetzt ein bisschen weh. Welche Taste? Taste 5. Taste 5 kann ich jetzt leider gerade nicht wirklich den Finger drauf halten. Denn ansonsten kann ich nicht laufen. Und das wäre ein etwas größerer Nachteil. Aber ich werde schon irgendwie schaffen. Ah, Taste 5 zu treffen! Wenn ich das jetzt nicht hingekriegt hätte, würde ich einfach sterben. Und das wäre mega toll, denn darauf warten wir doch alle, oder? Dass ich hier mega lange spiele, um dann zu verhungern. Das würde mir sowas von ähnlich sehen. So bin ich auch immer gestorben. Ich bin immer gestorben, wenn ich nicht damit gerechnet habe. Immer. Andauernd. Warum lenke ich mich hier die ganze Zeit mit den Teilen ab? Ich bin nicht runtergekommen, um Stöcke zu sammeln. Was war das? Was ist das? Kein Baum. Nein, nicht schon wieder der Baum. Was soll die Scheiße? Habt ihr den noch nicht verprügelt? Leute. Das könnt ihr doch nicht machen. Der labert mir jetzt. Was ist das? Das ist kein Mod. Das ist kein Mod, den ich installiert habe. Nur so nebenbei. Das ist absolut kein Mod, den ich installiert habe. Verpiss dich, ich bin hier, um Sachen zu sammeln. Nicht, um mich mit dir zu streiten. Au! Was zum Fuck? Ja, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Ich verhungere hier bald. Ach, da drin ist, glaube ich, so ein Scheißvieh. Weißt du was? Ich nehme so viel wie möglich jetzt noch mit. Was soll ist das da in der Mitte? Au, 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 au. Au, 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 au. Ich hänge fest.
Heilige Kacke, was soll denn das hier? Ach, die müssen wir einmal hauen, dann sind die weg. Oder auch nicht. Au, 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 au. Ihr seid doch bescheuert. Was soll das hier? Au, wo kommt ihr denn alle her? Schön, dass ihr jetzt wieder weiter sammeln darf. Alter, was soll ist hier passiert? Dieser Knoten wird gleich mal fett kaputt gemacht. Das ist mal eine Schaufel. Muss auch darauf achten, dass ich jetzt nicht verhungere. Hier geht's aber voll die Action ab. Was soll ist hier passiert? Und wie gesagt, ich bin so froh, dass ich diesen Mod gefunden habe. Genau, hau das mittlere Ding kaputt. Und du sammel die Teile mal auf, bevor die hier alles wieder killen. Hau es kaputt. Hey! Ach, leck mich doch am Arsch. Du setzt hier einmal gerade ans Feuerchen. Und da mache ich ein Feuerchen. Das wollte ich ja nicht reintun. Und eine Kleinigkeit, die ich hier reintun kann. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Gibt ja jetzt was. Und drängende Nudel. Boah, ich bin gerade irgendwie ein wenig überfordert hier. Ein wenig überfordert. Wir bewegen uns hier aber schon auf so einem kleinen Randlimit, ne? So, ein paar lasse ich nochmal hier. Damit wir hier später noch eine Nahrungsquelle haben. Alter, fucking shit, ey. Das war ja echt knapper, als ich es haben wollte. Das war viel zu knapp. Ist auch schön, dass die hier das halbe Beet weggefressen haben. Wirklich wundertoll ist das. Wo sollte ich denn wissen, dass da eine Zwiebel am Boden ist, die nachher irgendwelche Pflanzen mit dem Auge drin wachsen lässt? Oh Gott, Alter. Keine Ahnung, was da wieder schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall alles, was schieflaufen könnte. Hey, Fleisch! Hey, noch mehr Fleisch! Das Einzige, was es mir hier gebracht hat. Noch mehr Fleisch! Hey, ein gigantischer Baum, den du wieder hauen willst. Warum willst du den andauernd hauen? Guck mal, er guckt doch so traurig. Ich hau jetzt die Pflanze kaputt. Du kannst aber fett nicht erwarten, dass ich dich hier machen lasse. Hau ihn! Mach kaputt! Mach kaputt! Oh, oh, seid ihr jetzt alle am Arsch oder was? Was zur Hölle ist das? Ich werde nicht sterben, wenn ich das esse. Oh, und jetzt kommen die Typen ja auch noch. Die brauche ich jetzt auf jeden Fall. Nee, das brauche ich noch. So, ich packe jetzt einfach nochmal hier eins rein. Keine Ahnung, womit ich jetzt mein Inventar vollgeballert habe. Warum kommt ihr eigentlich schon wieder, wenn alle Pigments tot sind? Oder weg sind oder was ist ich? Oh nein, du hörst irgendwelche Viecher. Ich meine nicht irgendwelche Viecher, sondern du weißt schon. Ich bin gerade ein bisschen beeilen. Du weißt, dass ich erstmal was esse. Ah ne, da oben sind doch noch Schweinchen. Boah! Ich fühle mich besser. Ja, verpiss dich! Dämlicher Mistsack, du Penner! Okay, du bist am Arsch. Da kommt der nächste. Warum rennen die eigentlich nur auf mich? Los, hau ihn! Hau ihn! Au! Das geht auf den Sack hier! Wir kommen dann noch. Au! Du frisst hier nicht das Fleisch. Ausnahmsweise brauche ich das mal. Könnt ihr mir ein bisschen Nahrung sparen? Das ist schon wieder ausgegangen. So, jetzt ganz schnell. Würde mich wieder ablenken. Jetzt einmal reinstopfen. Dann pressen wir das hier einmal. Wie viel bringt das Minus? 73. Oh, ein bisschen viel. Ernähre ich mich lieber hier mit. Oh, ich bin wieder gigantisch. Oh, oh, wie super. Gigantisch. Was kann ich damit machen? Ich will das jetzt nicht einfach so essen. Was hast du? Also ich dachte, der hätte das jetzt einfach mal so runtergeschluckt. Einfach mal so auf Verdacht. Ich hol mir jetzt mal was zu essen, ne? Kollege. Ich hab mir die Schaufel aus der Hand aus dem Inventar gezogen. Würdest du damit aufhören? Würdet ihr damit aufhören? Die ziehen mir einfach Sachen aus dem Inventar. Ja, schön, dass die mich dann auch nicht angreifen, sondern mir nur Sachen aus dem Inventar rausziehen. Das ist ja sehr freundlich von denen, ne? Ich würde jetzt ja sagen, weißt du was, ich hole mir noch ein bisschen Holz oder so. Nee, ich glaube, das mache ich lieber nicht, denn ich weiß, was passieren wird. Ist hier irgendwo noch was zu essen? Da sind auf jeden Fall Spinnen. Hier ist nicht so viel zu essen. Nicht so viel, wie hier sein sollte. Haben wir jetzt noch ein bisschen was zu essen gekriegt. Durch die kleinen Froschschenkel stehe ich total drauf. Und das ist ganz gut, dass ich jetzt mal hier eine kleine Aufnahmepause mache, denn wir sind schon wieder fast 40 Minuten dabei. Damit ich gucken kann, was dieses, was steht da? Leafy Meat. Vielleicht bringt das ja eine ganze Menge und ich lasse das jetzt außersehen in meinem Inventar vergammeln. Wäre nicht so das Beste, was wir machen könnten, ne? Nicht so ganz. Und ich werde mir jetzt hier nochmal
das hier schön machen. Ah, hier haben wir noch eine ganze Menge von dem nutzlosen Zeugs. Froschschenkel, bla bla. So, ich würde nochmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, wenn ihr Mod-Vorschläge habt. Ich hoffe, ich habe den Link in die Beschreibung reingehauen. Spamt mich ruhig zu. Wie gesagt, nur keine Cheat-Mods. Ich gehe mal auf Pause. Nur keine Cheat-Mods, die das Ganze zu einfach machen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns und haut rein. Ciao.